Wieder ausbauen. Dum, 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 dum. Das ist super. Jetzt könnte ich mal. Wie macht man? Ach so, ja. Da. Sechs Gesundheitstränke am Start. Nee, 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 nee. Nee, nee. Was alles mit? Ja, ist doch voll. Haben wir schon verstanden. Haben wir schon verstanden. So, gehen wir zum anderen Lager. Ah, nehmen wir wieder die normalen Pfeile. Sieht einfach nice aus, das Game einfach. Mega geil. Truthahn. Was Feines fallen lassen? Nein, ne? Fettes Fleisch, mehr nicht. Mehr mal wieder nicht. Du wirst Außer mir ein sicher noch bisschen. nützlich sein. Alles wird dir nützlich sein, solange es dir, du es dir einsteckst. So. Nimm das alles mit. Noch ein Truthahn, ne? Der was Feines? Nein. Das ist noch ein Schweinchen Babe. Wildschwein. Weiß jetzt nicht. Warum sie den Pfeil vorhin nicht abgeschossen hat. Aber der hat auch wieder nichts. Ja, das solltest du mitnehmen. Wie oft soll ich denn noch drücken? So, das brauchen wir eigentlich. Trümmer, okay. Trümmer. Nehmen wir die Trümmer mal mit. Was sie gebrauchen können, keine Ahnung. Aber nehmen wir einfach mal mit. Dünn, 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 sechsen, da. Haben wir gleich da. Was ist, wenn ich den mal so ganz trocken in den Kopf abschieße? Kriegt das doch keiner mit, oder? Das sind Nora-Krieger, die schon umzingeln. So. Aber die einen haben jetzt auch keine Verstärkung gerufen, ne? Weil ich ihn nochmal behindert habe oder so, ne? Aber hier ist, Spürlicht. Die wollen mich aufspüren. So, gehen wir hier hoch. Können wir das Seil nehmen? Sollte man am besten auch, wie es ausschaut. Kein Kopfschuss? Was war das? Es war jetzt aber in der Schläfe. Jetzt rein da und kämpfen. Nochmal alles geben. Der Kapitän verlangt es so. Das Signal muss unbedingt erreicht werden. Ey. Was sind das denn für Pfeile? Ach, wo kommt der denn her? Der war jetzt aber im Kopf, oder? Wer kümmert sich jetzt um das Signal? Du nicht mehr. Was? Verschwunden. 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 Alle tot? Ha, ich hätte auch, ja. Das nenne ich mal einen Sieg. Den Trank nehmen können, fertig. Das nenne ich mal einen Sieg. Jupp. Dälälälälälälä. Ja. Wenigstens kann sie schwimmen.
Und gehen wir mal hier hoch. Ich werde das später ausschütteln. Auf jeden Fall feuern sie nicht. Ich weiß nicht, warum die jetzt unbedingt auf den drauf gehen mussten. Ich treffe ihn nicht. Willst du mich verarschen? Ist er zu weit entfernt? Daneben. Ah. Oh. Läuft bei mir. Kacke hier. Wo ist diese fucking Leiter? Ach, kill die bloß. Ist mir völlig wurscht. Macht mal. Ihr habt euch mit dem angelegt. Dann klärt das mal. Hätte ja nicht sein müssen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Würde ich auch machen. Ich würde den einfach mal aus dem Weg gehen. So. Auch wieder. Dufte. Ich hab's auch mit dem Wasser. Nein, gucken wir mal. Das war hier oben im Starter mir. Habt ihr ihn immer noch nicht? Ne, ich sag mal nichts. Warum ist das denn jetzt so komisch hier? Was machen die denn da? Haben die jetzt ganze Armee angelockt oder? Guck mal, Alter, bei mir merkt er sofort, wo ich bin und will mich abknallen. In Bewegung bleiben. Alter. Macht das Vieh solche Explosions? Räudige Krieger treffen. Räudige Krieger. Jetzt mein Ziel. Viecher mal was auf dem Kasten, ne? Ja. Game over. Sehr hilfreich. Kommt noch einer? Oder war es das jetzt? Naja, ist jetzt mal ein bisschen mehr gelohnt. Wächterherz. Ja, jetzt auch nicht so. Hör es mal alles mit. Was die einstecken, unglaublich. So, 125 Meter, begib dich zum höchsten Turm. Okay. Muss ich hier nicht mit Conchita reden oder so? Mission abschließen? Oder? Aber ist ja Rache der Nora, also. Gehört das noch dazu? Da ist ein Häschen. Ah, sogar Blue. So, Tierschweif-Talisman, okay. Nur ein scheiß Talisman. Ich habe jetzt ein bisschen mit ein bisschen mehr gerechnet als so ein fucking Talisman, aber Speichermama, ist ja alles soweit ganz gut gelaufen. Könnte nützlich sein, aber ganz schön bitter. Was hast du? Alte Skulptur. Nehmen wir die alte Skulptur mal mit. Können wir verschachern. Ich wollte jetzt nicht unbedingt schwimmen. Das haben wir mehr als genug vorhin hinten gerade gemacht. Ich wollte jetzt eigentlich mal die Medi wieder voll machen.
Aber man kann nie zu gut vorbereitet sein. Vorhin komplett erstmal aufverbraucht für den ganzen Rotz. Hauptsache, ich sag gut gelaufen. So. Aber jetzt haben wir ja wieder genug. Bin ich echt mal gespannt, was die Alte jetzt von uns will. Ich denke mal, dass wir jetzt da mit der Alten quatschen, wenn sie uns nicht vielleicht sogar angreift. Mal gucken. Mal gucken. Ah, ein Schweinchen habe ich gehört. Erstmal ein Häschen. Reichhaltiges Fleisch, fettes Fleisch. Schön und gut. Warum schießt du denn nicht? So, hast du auch wieder nichts. Min, ich will Fell, Tier, Pelz, Leder, Haut, alles, solange es meine Täschchen aufwertet. Ah, können wir uns erstmal hier ganz viele Vorratssachen einstecken. Dankeschön. Ah, guck mal, hier haben wir noch ein Vorratskästchen. Gerechtigkeit ist jede Verdammung wert. Möge die Urmutter uns vergeben. Tja, das sehen andere anders. Begrüßung, was erzählst du uns? Steh mir bei. Göttin, hilf mir, tapfer zu sein. So, dann sprechen wir mal mit ihr. Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf. Wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl. Du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Es ist ihr Sohn und sie bleibt da einfach so. Ja. Ich sag mal so. Herzlos. Kalt. Wo sie da mit ihrem Sohn spricht. Natürlich hat man da gewisse Sorgen raus. Ja, du kannst mit ihr gehen, aber sei vorsichtig. Aber mehr auch nicht. So, da hinten sind wir lang. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Ah, Queen. Cooler mal hier runter, aber betritt den Metallring. Ja. Ach so. Und hoch. Er hilft mir jetzt hoch, oder? Heißt es nicht eigentlich Ladies First und so, aber nimm meine Hand. Suche im Metallring einen Blick auf die Lohe. Nimm du den da rechts. Meint er jetzt hier oder was?
Ready? Alter. Jetzt die nicht im Schatten. Ich übernehme den linken. Murksen wir so einfach mal ganz nüchtern und leise und still ab. Aus. Schön. So gefällt mir das. Dann gehen wir mal hier hoch. Nee. Suche im Metallring einen Blick auf die Lohe. Ja. Sind wir doch bei. Noch wir müssen. Nimm du den linken. Na, er war ein bisschen langsamer als ich, ne? Ja, Kollege, da muss er auch gewiss ein bisschen schneller sein, ne? Wäre fast in die Hose gegangen. Stell dir vor, er hätte geschrien. Wie ein Mädchen. Wie am Spieß. So, hilfst du mir wieder da hoch? Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat. Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Was ist denn hier los? Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Ja, das ist klar, aber erstmal einen Weg hier durchfinden. So, das ist so ein. Warte, es ist aber auch ein Berserker, wa? Alter, der war episch. Die Viecher interessieren sich sowieso nicht für die Menschlinge. Von daher. Was mal mitnehmen. Ein bisschen weiter darüber. Lohebehälter. War hier einer, ja. Nicht zum Metallvieh rum. Ich warte, bis er seine neue Runde beginnt. Was für eine Schande. Ich muss nur richtig auf die Lore zielen und schießen. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Wo ist denn die Lohe? Ah. Ich wette, die Thronräuber...